Sie gleich runter. Wir fahren mal zur Waffenkammer. Drei Jahrzehnte her, dass Truppen auf Titan waren, Sir. Meine Feuertaufe. Den Treibstoff von Sorasti bringt Ihnen jede Menge Sympathien ein. An Bord oder zu Hause? Beides, Sir. Die Kommunikation wird Aussätze haben. Wir hoffen auf schwach, aber verständlich. Also lächeln und durch. Zeigen Sie es Ihnen, Captain. Wenn Sie mir folgen wollen, Sir. Auf geht's. Commander, die Kupplungen explodieren jedes Mal, wenn wir springen. Kommen Sie klar? Wir arbeiten rund um die Uhr, Sir. Ja, wunderbar, weitermachen. So. Auf Machheit bei 700 Metern. Überschall wohl noch bei 900. Nur bei vollem Schub. Captain, ich bereite die Stoppelhopser für Titan vor. Bitte was? Appell in 5 Minuten auf dem Flugdeck. Sergeant. Stoppelhopser? Okay. Ah, warum nicht, dann. Ne? Muss ein paar Karabiner vorbereiten. Danke, Chief. Waren Sie schon auf Titan? War ich. Job? Nein. Familie. Mein Dad war dort stationiert. Hat an den Pipelines gearbeitet. Er war schon im Ruhestand, als die SDF kam. Dann zeigen wir es denen. Liebend gerne. Ich habe lange drauf gewartet. Wie wollen wir es machen? Gemeinsam. Wir beide. Bestätigt? Bestätigt. Bewaffnete Aufklärung. Kleines Team. Wir greifen ein Sperrgebiet an. Ja, das Gute an der Sache ist, dass die SDF keinen gefragt hat. Und wir werden auch niemanden fragen. Meine Jackals sind schon bereit. Machen Sie es einfach so wie damals beim Portal. Wir machen alles dicht. Voller Stolz zu Diensten. Stolz ist zu 100% bona fide Scheiße, Reyes. Die Mission muss immer zuerst kommen. Verstanden. Sir, der Sergeant weiß, dass es im Gelöbnis der Navy um Stolz geht. Ich wusste doch, dass mir was an euch Drecksäcken nicht gefällt. Das erklärt die weiße Uniform und die U-Boote. U-Boote? Ja. Nur die Navy baut ein Schiff, das sinken soll. Rüsten wir uns aus und üben Lache. Na klar. Captain! Ja? Nehmen wir Ethan mit. Ich will ihn im Team haben. Das wird er sicher gerne hören. Er hat den größten Respekt vor den Marines. Ja, das sollte er besser. Ethan, du bist dran. Melden bei Raven 2. Hab ein paar richtig gute Stücke für Sie, Commander. Unterwegs zum Titan, was? Ein Schild hilft dabei, alles zu finden, was sich so anschleicht. Damit. Die Frischlinge haben den Schießstand eingerichtet. Probieren Sie alles aus, was Ihnen gerade auffällt. Nehmen wir die aus, das sind 3. Die haben wir jetzt die letzten Mal Missionen gut gemacht und dann machen wir die auch jetzt weiter. Kommt. Der Mann weiß, was er will. Viel Glück, Sir. Los geht's. Puh, ich glaube, das ist jetzt das nächste so erwartet. Ich habe hier ein paar nette Bilder von Unfällen. Negativ, Boss. Komm nicht wieder vor. Genau, die Männer, die ich suche. Wie sieht's aus, Boss? Raven 2 ist im Gate. Vorsicht, der Unterschallzug in Titans Atmosphäre ist heftig. Wer fliegt den Transporter? Bugs. Er setzt sie sanft ab, aber machen Sie sich auf einen holprigen Flug gefasst. Werden Sie luftkrank, Staff Sergeant? Nie. Es gibt immer ein erstes Mal. Hier geht's zum Transporter. Formieren! Es geht los! Festschnallen! Materialkommissionsknoten überprüfen. Festhalten, Kashima! Es wird holprig! Ja, die geht's jetzt nicht durch das Flugzeug durchgehauen, oder? Da will gern mal das Mittagessen raus. Naja. Ein netter Platz am Gang für Sie, Sir. Linke Seite, Nummer 1. Ich werde ja auch demnächst wieder fliegen gehen. Die Männer. Oh. So. Falscher Einsatz, Metallmann. Hey, Feuer einstellen! Feuer einstellen! Der Bot gehört zu mir. Schluss mit dem Gerede, klar? Hinsetzen, Soldat. Ja, Staff, Staff. Sitcom 1, Captain. Start freigegeben, Borgs. Aye, Sir. Für Sprung vorbereiten. 5, 4, 3, 2, 1. Jetzt. Festhalten, jetzt kommt's.
anbelangt, für das Schwermetall lege ich persönlich die Hand ins Feuer. Er ist einer von uns. Ethan, was ist die Navy-Devise bei einem Feuergefecht? Schick die Marines. Das war für Sie, Captain. Alles gut, Kashima? Ein bisschen schwindelig, Sarge. Zehn Sekunden bis zum Absprung. Atemmasken! Sicher. Brooks, öffne die Tür. Okay, nochmal zum Ablauf. Wir landen außerhalb der Raffinerie, gehen rein und markieren eine Landezone fürs Handelsteam. Klar! Wie gesagt, ich habe mich jetzt hier erwartet. Schauen wir weiter. Wieder! Oben auf dem Kamm, los! Wir haben grünes Licht, Box! Okay, ich gehe heim zu Mama. Bin markiert, weiß ich. Trefft uns bei der LZ! Die Verbindung wird eher schlecht sein, Mistwetter. Sieht eigentlich fast aus wie zu Hause. War wohl nur halb so schlimm. Ich habe hier mal eine Bootstour mit meinem Vater gemacht. Es gab hier auf jeden Fall schon bessere Tage. Wieso kam Ihr Vater her? Um seiner Familie ein besseres Leben zu ermöglichen. Tja, die SDF hat's versaut. Hat er gekämpft? Lass den Sergeant in Ruhe, Ethan. Nein, ist schon gut, Captain. Ja, Kumpel, mein Vater war Schütze. 32. Panzerdivision. Ah, Sieg oder Tod? Ja, genau der. Hat in der Schlacht um Deimos 2 Flugzeugabstürze überlebt. Wie der Vater, so der Sohn. Ungefähr zumindest. Die 32. gehörte zur Armee. Tja, das habe ich ihm verziehen. Gut. Frage ist, was wir als nächstes machen hier. Ups. Wir haben grünes Licht, Box. Okay, ich gehe heim zu Mama. Bin markiert. Weiß ich auf einer. Treff uns bei der LZ. Die Verbindung wird eher schlecht sein, Mistwetter. Ah, fu. Sieht eigentlich fast aus wie zu Hause. Geht das schon wieder so los? Das scheitert euch gar nicht bei dieser Mission. Wir haben grünes Licht, Box. Ja, ja. Okay, ich gehe heim zu Mama. Bin markiert. Weiß ich auf einer. Treff uns bei der LZ. Die Verbindung wird eher schlecht sein, Mistwetter. Sieht eigentlich fast aus wie zu Hause. War wohl nur halb so schlimm. Ich habe hier mal eine Bootstour mit meinem Vater gemacht. Es gab hier auf jeden Fall schon bessere Tage. Wieso kam Ihr Vater her? Um seiner Familie ein besseres Leben zu ermöglichen. Tja. Die SDF hat's versaut. Hat er gekämpft? Lass den Sergeant in Ruhe, Ethan. Nein, ist schon gut, Captain. Ja, Kumpel, mein Vater war Schütze. 32. Panzerdivision. Ah, Sieg oder Tod? Ja, genau der. Hat in der Schlacht um Deimos 2 Flugzeugabstürze überlebt. Wie der Vater, so der Sohn. Ungefähr zumindest. Voll gut erreicht. Die 32. gehörte zur Armee. Tja, das habe ich ihm verziehen. Zu tun haben. Leid, dass es so leid ist. Ich hab hier was. Hier war's mal richtig schön. Nur bis die Front kam. Die haben ein Arbeitslager draus gemacht. Mein alter Herr konnte gerade noch fliehen. Tja, ich glaube, die Typen hatten weniger Glück.
Leute, hier entlang, dadurch. Wir müssen hier durch und zum Treibstoffturm gelangen. Brooks, Kashima, Sie passen auf. Der Captain und ich gehen nach links. Ethan, du unterstützt sie. Sir. Feind Aktivität, direkt vor uns. Diese Wachen haben Suchboards. Bleiben Sie im Schatten. Captain, ihr habt erfasst Feindreaktionen. Bei niedriger Anzeige bleiben Sie unbemerkt. Melde Speer auf 3 Uhr. Roger, schwärmen wir aus, Captain. Unauffällig bleiben. Oder wenn ich bleibe, ja. Habe ich jetzt getan. Oh, ich wurde von den Sucher getötet, ja. Nice. Ethan, du unterstützt sie. Feindaktivität direkt vor uns. Diese Wachen haben Suchboards. Bleiben Sie im Schatten. Captain, ihr habt erfasst Feindreaktionen. Bei niedriger Anzeige bleiben Sie unbemerkt. Melde Speer auf 3 Uhr. Roger, schwärmen wir auf, Captain. Unauffällig bleiben, Captain. Hätten wir sie nicht angreifen dürfen, dann tun wir es noch nicht. Moment, ihr seid dran, Marines. Ziel erledigt. Gern geschehen. Fixe Arbeit, Kashima. Klar zum Vorrücken, Sir. Verstanden. Bleiben Sie bei mir, Captain. Hier durch. Achtung, Sir. Was ist los, Kashima? Ein feindlicher Mega ist am Patrouille. Gehen Sie besser rein. Roger. Drin sind 2 Wachen. Wir sind sicher. Den hab ich. Noch einer. Anderer Eingang. Kommt auf Sie zu. Verstanden. Na, passieren das. Die Gruppe umgehen wir lieber. Verstanden. Hier ist alles in Ordnung. Stoße zu Ihnen, Captain. Wir stoßen zu Brooks und Kashima weiter vor. Mehrere Ziele beim Ausgang. Ihre Entscheidung, Captain. Auf die Fresse, würde ich sagen. Danke für die Hilfe, Partner. Wachen sind drin. Sicher. Ja, momentan läuft. 2 Ziele voraus. Nach Ihnen, Captain. Sektor ist gesichert. Stoße vor. Alles erledigt. Alles frei. Wer weiß, wie das geht. Mehr. Direkt voraus. Unauffällig bleibt, Captain. Unten bleiben. Problem ist einfach, wenn ich die jetzt
alles in Ordnung. Vorsicht, mögliche Bedrohung gesichtet. Was war das? Ja. Treffer. Ja, ich bin ja, hörst du. Wo ist ja nicht unnötig, irgendwen anlocken. Gehen wir Stückchen für Stückchen vor. Werfe die Schwerkraftgranate auf mein Zeichen. Los! Hier geht's durch, Captain. Na, dann hüpf rein. Komm, Oma, geh rein, Oma. Genug Platz, dass zwei Ravens abladen können. Ich rufe sie. Retribution, Raider 1-1. Wir haben die Landezone. Stark verteidigt. Schwere Bewaffnung nötig. Verstanden. Luftfracht ist auf dem Weg, Raider. Ist das jetzt ein schlechter Scherz? Das Viech jetzt zurück? Wir müssen das Gebiet für die Landung sichern. Ausschwärmen. Sie haben Feuerfreigabe, Captain. Da wartet eine Kiste mit Sucherbots auf Sie. Perfekt für einen Hinterhalt. Dem mal ein bisschen in den Rücken zu fallen, dass wir die ein bisschen gebrennt bekommen. Sieht hier aus. Feindbewegung! So. Bestätigt! 1 Uhr!